Merken Sie sich diese drei Dinge. Arbeitslosenversicherung, Krankenversicherung und letztendlich auch die Rentenversicherung sind grundlegend zerstört worden. Und wenn es um die Erneuerung unserer Gesellschaft geht, dann kann man sagen, wir brauchen eine Wiederherstellung der Rentenversicherung, der Arbeitslosenversicherung und der Krankenversicherung. So, und wenn ich jetzt sage, wir haben dem Bundesrat über Nordrhein-Westfalen die Möglichkeit, weiteren Sozialabbau zu verhindern, dann ist das ja nur, wenn man so will, eine kleine Möglichkeit, weitere Verschlechterungen der Lebensbedingungen zu stoppen. Aber diese Möglichkeit sollte man ergreifen und das geht nur mit einer starken Linken in Nordrhein-Westfalen. Deshalb bin ich hergekommen, um Sie zu bitten, die Linke stark zu machen. Und nun werden Sie lesen und hören, und Sie wissen ja, wie die Zeitungen und Rundfunkanstalten die Linke lieben. Die lieben Sie ja jeden Tag, dass Sie jeden Tag Ihnen schreiben und sagen, wählt doch die Linke. Nein, Sie hören jeden Tag, die Linke ist nicht regierungsfähig. Ja, was haben denn CDU, FDP, Grüne und SPD in ihrer grandiosen Regierungsfähigkeit gemacht? Sie haben die Arbeitslosenversicherung zerstört, Sie haben die Rentenversicherung zerstört, Sie haben die Krankenversicherung zerstört und Sie haben junge Deutsche in einen aussichtslosen Krieg geschickt. In diesem Sinne sind wir nicht regierungsfähig. Wir sind aber regierungsfähig, wenn es darum geht, soziale Gerechtigkeit und Frieden durchzusetzen. Wir sind die Einzigen, die in diesem Sinne regierungsfähig sind. Und hier in Nordrhein-Westfalen ist das ja ganz spaßig. Alle reden Sie jetzt so ein bisschen wie die Linke. Alle reden Sie jetzt gegen Leiharbeit. Alle reden Sie jetzt gegen Hartz IV, auch die SPD ganz vorneweg. Auch die Grünen sind gegen Hartz IV. Und alle klagen Sie um zu niedrige Renten und so weiter und so weiter und versuchen Ihnen vorzumachen, als hätte der liebe Gott das alles bewirkt, was Sie beklagen. Ich sage Ihnen aber, unabhängig jetzt auch von der Kirchenskandale, verstehen Sie es nicht falsch, es war nicht der liebe Gott, wirklich nicht. Ich möchte ihn in Schutz nehmen. Die Verschlechterung der Lebensbedingungen für Sie alle verantworten CDU, SPD, Grüne und FDP. Und deshalb dürfen Sie die nicht mehr wählen. Gehen Sie lieber noch in die Kirche. Und nun werden Sie sich die Frage stellen, ja, warum sind denn die anderen Parteien so? Und warum ist die Linke anders? Und da gibt es ein Kriterium, das Sie alle überprüfen können. Vielleicht liegt es nicht daran, dass wir die besseren Menschen sind. Aber es liegt an unserer Politik. Wir wollen ein gerechteres Steuersystem. Wir wollen zum Beispiel eine Millionärsteuer. Deshalb lieben uns die Millionäre alle nicht. Wir wollen einen höheren Spitzensteuersatz. Deshalb lieben uns all diejenigen, die ein höheres Einkommen haben, nicht. Vor allen Dingen die Chefredakteure der Zeitungen, der Rundfunkanstalten, die Abteilungsleiter und eben diejenigen mit höheren Einkommen in all diesen Medien. Sie wollen ja nicht etwas mehr Steuern bezahlen. Und wir wollen zum Beispiel die Erbschaftssteuer und die Vermögenssteuer. Und deshalb lieben uns all diejenigen, die große Vermögen und Erbschaften haben, nicht. Und sie geben uns auch nichts. Und jetzt kommen wir zu des Pudels Kern. Diejenigen, die Geld haben, die wollen, dass die regieren, die ihre Interessen vertreten. Und deshalb spenden die Banken große Summen an CDU, FDP, CSU, auch an die SPD und auch an die Grünen. Hier schreit einer auch an die Linken, die weiß nicht Bescheid. Nein, ich versichere Ihnen, die Banken, man kann ihnen alles zutrauen, aber sie dürfen ihnen nicht zutrauen, dass sie an die Linken irgendeinen Cent geben, weil sie wissen, die Linken will den Banken an den Kragen und deshalb kriegen wir keinen Cent von den Banken. Bravo. Oder nehmen wir mal Hotelbesitzer. Die wollen nicht, dass die Linke regiert.
Denn die Hotelbesitzer wissen, wir würden ihnen nicht extra Geschenke machen. Deshalb geben sie ihre Millionen der FDP oder auch der CDU. Und dann kriegen sie auch was dafür. Dann kriegen sie Steuersenkung für das Hotelgewerbe. Und das ist ein gutes Geschäft. Dieser Baron von Fink, der also denen gespendet hat, der lebt in der Schweiz. Wissen Sie warum? Der will möglichst wenig Steuern bezahlen. Aber das reicht ihm noch nicht. Er will auch, dass eben seine Gewinne größer werden und er hier in Deutschland noch weniger Steuern als Hotelier bezahlen. Und deshalb sucht er eine Lobbypartei. Da muss er ja nicht weit laufen. Da geht er dann zur FDP und sagt, ihr habt aber knapp 1 Million, aber schreibt nur ja in den Koalitionsvertrag, die Mehrwertsteuer fürs Hotelgewerbe wird gesenkt. Dann geht er noch bei der CDU, gibt ihr denselben Betrag und schon ist die Mehrwertsteuer gesenkt. Sehen Sie, und das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass reiche Leute einen stärkeren Einfluss auf die Politik haben als der Hartz-IV-Empfänger. Der kann sich keine Partei kaufen. Deshalb sollten Spenden von Unternehmen an Parteien verboten werden, gesetzlich verboten werden. Solange das nicht ist, sollte wenigstens Ehrlichkeit in der Politik sein. Und wie im Sport sollten die Politiker im Deutschen Bundestag mit entsprechenden T-Shirts sitzen, auf denen die Namen der Firmen abgedruckt sind, von denen sie Geld bekommen. Da säße der Westerwelle da mit Mövenpick, da säße die Kanzlerin da mit Deutscher Bank, da würde die SPD den Mercedes-Stern auf der Brust tragen. Und die Grünen säßen mit dem Hemdchen der Allianz versichert oder so. Die Einzigen, die mit dem Anzug reingehen könnten, wären wir. Deshalb wählt uns. Wir sind die einzige Partei, die nicht mit Sponsorenhemdchen in den Bundestag einziehen muss.